Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Sanctuary. Und Gott, hört sich das gerade komisch an. Ich bin ja gerade im Umzug mittendrin und meine Wohnung, also mein Wohnzimmer, wo ich hier aufnehme, wo jetzt quasi nur noch mein Schreibtisch und der Computer draufsteht, das ganze Wohnzimmer ist quasi leer. Regale abgebaut, Couch wurde heute abtransportiert, per eBay Kleinanzeigen verkauft und alles leer, keine Möbel, keine Gegenstände mehr drin, außer eben PC und Schreibtisch, und das klingt so komisch. Ich höre gerade alles im Echo. Das ist gerade total gruselig irgendwie. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Mikrofon sich widerschlägt. Vielleicht sogar besser. Könnte sogar sein. Vielleicht hat das jetzt quasi der Studioqualität. Ich weiß nicht. Aber wenn man jetzt so hier redet, ist das irgendwie ganz, ganz seltsam. Naja, ich werde versuchen, das irgendwie während der Aufnahme jetzt zu ignorieren. Das ist so ein bisschen, als würde ich mich hier gerade doppelt hören, so wie man das Headset aufhört und sich so irgendwie doppelt hört durch falsche Einstellungen. So klingt das gerade so ein bisschen für mich, nur ohne Headset. Anscheinend kommen wir auch nicht gleich zum Boss. Ich dachte ja, dass wir jetzt direkt einem Champion gegenüberstehen werden, als ich das letzte Mal hier reingelaufen bin. Aber nein, scheinbar stehen wir jetzt erstmal ganz normalen Monsterchen gegenüber. Ich weiß gar nicht, ob man es so hört. Ich versuche hier quasi gerade zu flüstern, um das Echo zu vermeiden. Aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Ich sollte vielleicht einfach nochmal reden. So, was machen wir denn hier Schönes? Na komm, das bringt eigentlich ganz gut bei allen. Den hier dürfen wir vielleicht gleich? Ja? Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann schauen wir mal, ob wir diese Folge hier noch den Champion irgendwo finden. Der muss ja hier irgendwo sein. Im Endeffekt. Irgendwo in diesem in der ganzen Werkstatt auf jeden Fall. Ich glaube, das ist am besten, ne? Machen wir mal das. Okay, wenn wir Glück haben. Ja, wunderbar. Das hier haben wir noch nicht, ne? Nee, ich glaube noch nicht. Das fliegende Teil haben wir, glaube ich, schon, aber den hier noch nicht. Wäre ja eigentlich ganz nett, den jetzt mit einzusacken in einem Eichen. Schauen wir mal. Na komm. Vier Sterne. Ist es das? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch das Fliegende. Ich glaube, das klingt eher nach dem Fliegenden. Warte mal. Wir gucken mal kurz bei unseren Monstern. Ah, das ist der Ornithopter. Wir haben den falschen bekommen. Aber unser ist ja dunkel verschoben. Das heißt, wenn das hier normaler ist, das müsste jetzt der gelbe sein. Ja, den haben wir jetzt auch noch. Okay. Ich lasse mal so. Ich weiß wirklich nicht, wie ich die nennen soll. Das lassen wir mal. Und mir ist sowas Gutes nicht eingefallen. Ich wurde in den Kommentaren darauf hingewiesen. Irgendwie habe ich scheinbar Seven Deadly Sins erwähnt. Und wir haben ja diese Schweinchen hier gefangen. Und ich bin so doof. Warum habe ich die nicht? Ah, ich ärgere mich so. Also wer Seven Deadly Sins geguckt hat, der wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Wie ich die hätte nennen können. Ich will den zweiten Namen gerade nicht verraten. Aus spoilerrechtlichen Gründen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal nichts dazu. Aber ja, wäre cool gewesen. Jetzt haben wir die beiden hier. Hier haben wir auch schon in beiden Farben. Den hier brauchen wir nochmal in normal. Na gut. Ach so, und was ich gerne machen wollte. Moment, wie machen wir das? Ich glaube hier, ne? Dann den Schubstein. Dann wählen wir Kermit aus, weil wirklich die einzige gute Entscheidung hier. Ist der Buff von verbündeten Monster überträgt? Nee, das hier wollten wir. Dieses Monster kann einen zusätzlichen Stapel jedes Debuffs zufügen. Zusätzliche Stapel sind halb so wirkungsvoll. Ja, ganz ehrlich. Da wir hier viel mit Debuffs arbeiten, werde ich hier den Dunkelschub nehmen. So, okay. Schauen wir mal, was dann, wie sich das jetzt auswirken wird. Ich hoffe sehr gut. Sehr schön. Und ja, Standi, es macht auch nur Sinn, ich weiß. Ich glaube, es stand auch in den Kommentaren. Moment. Obwohl, nee, hier stand, glaube ich, gar nichts zu. Oder ich kann mich nicht mehr dran entsinnen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Bin ich mir immer noch nicht sicher. Und die zweite. Der,
Der zusätzliche Accessoireplatz ist halt schon echt gut. Ich bin da immer noch so unsicher. Und wir sollten vielleicht mal, wenn wir schon dabei sind, was gehen. Ich hab hier in der Gruppe haben. Ach ja, das war das. Naja. Langer Schnitzer. Ja, nehmen wir auch oft. Ausrüstung, Beteiligung, voller Einsatz. Ja, das hier machen wir auch, ne? Das sollte ich vielleicht machen. Ja, komm. Ich mach das, weil wir den Buff tatsächlich oft benutzen. Eigentlich meistens in der Regel. So, ich hol mir erstmal hier hinten die Kiste. Halt. In Saphir. Und hier kommen wir noch hoch? Okay. Ich mag die Musik hier voll. Die ist so voller Tatendrang. Oh, drei Augen. Da haben wir vielleicht gute Chancen auf ein Eichen. Schauen wir mal. Und sogar... Welches denn die verschoben? Ist das das Normale und die Dunkel verschoben? Oder ist das Normal und das Hell verschoben? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es sicher noch rausfinden. So, und voller Einsatz hierauf. So, Kermit jetzt das erste Mal dunkel verschoben im Kampf. Ich bin gespannt. Sieht aber schon cool aus, ne? Muss man schon sagen. Schon hübscher. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir... Nee, konnten wir nicht, ne? Ich glaube, schon verschobene Monster waren ausgegraut bei der Auswahl. Ich glaube, die können wir nicht nochmal zurückverschieben quasi. Das geht, glaube ich, nicht. Das hierauf? Der hat halt gerade Rüstungsbruch, deswegen macht sich der jetzt besser. Zum Angreifen. Machen wir das. Oh, wow. Okay. Au. Also sie hauen gut zu und sie haben eine gute Heilung. Eine sehr gute Mitschild gleich dazu. Wow. Das war hier schon gerade ganz knapp eigentlich. Nicht schlecht. Also wäre schon gut, sowas im Team zu haben, ne? An sich. Zumindest nicht verkehrt. Tackle macht am meisten Schaden. Ich muss den hier wegkriegen, oder? Wobei wir hier jetzt tatsächlich weiter sind. Aber da machen wir irgendwie nicht so viel Schaden. Ich kann das machen. Dann fahre ich ihn wieder auf normal. Aber ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt heilt er den da. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt sind die gleich alle wieder in der Ausgangssituation hier fast. Außer, dass sie natürlich die ganzen Liebers mit haben. Okay. Oh, Seenstahl bringt hier tatsächlich am meisten. Na dann. Gucken wir das doch. Schön. Bringt das gleich viel? Dann mache ich Giftfresser. Okay, das bringt genauso viel. Dann können wir auch alle angreifen tatsächlich. Der wäre am meisten verletzt. Mensch, das ist furchtbar hier. Mit ihrer Heilung und allem. Und dem Schönen vor allem. Die Tackle bringt, glaube ich, am meisten. Naja, gut. Geht so. Was ist denn hier mit? Oh, der ist hier richtig... Ja, richtig gut ist jetzt auch übertrieben, ehrlich gesagt. Aber, wo ich hier ja einen... Nee, damit ist das besser, glaube ich. Na, na? Ah, verdammt. Oh nein. Ah, oh, Mist. Ah, ärgerlich. Sehr ärgerlich gerade. Ich glaube, wir kriegen kein Eichen. Ich glaube, dafür stelle ich mich hier gerade ein bisschen zu schlecht an. Wir kriegen die einfach nicht runter. Ich kann mich auch nie entscheiden, wen ich jetzt angreife hier. Fast egal. Okay. Ja, komm. Aber irgendwie... Ach, die bluten. Die können gar nicht bluten, ne? Ach doch, der blutet. Okay, ich hätte jetzt fast gesagt, die können wahrscheinlich gar nicht bluten, weil es ja irgendwie Maschinen sind.
Aber anscheinend können die doch bluten. Oh Mann, das gibt's eigentlich nicht. Oh. Oh je. Das ist... Oh, 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 oh. Knappes Ding. Da sollte ich mich vielleicht drum kümmern. Mensch, jetzt brauche ich hier so viel Zeit mit denen. Ich wollte eigentlich... Ich wollte das Champion-Monster finden. Und jetzt halten wir uns hier mit so einer Lappalie auf. Mit so kleinen Viechern. Na komm, ich hau den jetzt weg. So. Mal ein Viech, was nicht mehr die anderen verkapseln kann. Okay, das war auch nicht schlecht. Gut, heilen muss ich zumindest nicht. Wir können also ruhig Seelenstrahl hier machen. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass er hier tatsächlich den besten Schaden raushaut. So ziemlich. So, bitte, bitte, bitte. Ja, wunderbar. Puh, jetzt nur noch der eine hier. Kannst dich gerne so viel verkapseln, wie du möchtest. Das würde dich auch nicht retten, auch wenn das ganz schön krass war. Muss ich zugeben. Aber ich denke, der wird nicht allzu lange durchhalten. Oh, Feuer sogar hoch 4. Okay, ich dachte, das ginge immer nur bis 3. Haben wir das geskillt? Ich weiß es nicht. Na komm. Ja, dankeschön. Oh, 4 Sterne sogar bekommen dafür. Okay, hätte ich jetzt nicht mal erwartet, aber trotzdem kein Eichen. Okay, gehen wir erstmal oben lang. Unten geht's auch lang. Aber egal. Halt. Da würden wir sogar hochkommen. Moment. Was bist du? Oh, die Vögelchen. Oh ja, ich hätte wirklich gern so ein Vögelchen. Ich weiß nicht, ob die eigentlich gut sind, aber die sind so putzig. Ich wüsste gerne, ob wir darauf reiten können. Das sieht nämlich so ein bisschen so aus, als könnte man darauf reiten. Ich möchte das gerne ausprobieren. Das ist nämlich so ein bisschen wie die Raptoren eigentlich, finde ich. Optisch. Also man könnte hier gut auf den Rücken vielleicht draufpassen. Dann werden wir vielleicht den Champion jetzt in der Folge doch noch nicht finden. Das tut mir so leid. Ich bin wirklich felsenfest davon ausgegangen, aber nein. Wie das hier immer so ist in dem Spiel. Wow. Das sind auch Giftviecher, ne? Das würde natürlich wunderbar in unser Team passen. Dann könnten wir Pufferfisch vielleicht mal schlafen schicken, also eine Runde aussetzen. Wow, das ist hier ganz schön hart gewesen für Kermit. Bitte den Rüstungsbruch auch weg. Ja, gut. Okay. Tackle auf ihn. Na komm. Lieber's für alle, hoffe ich. Na, für 2 zumindest. Okay, sehr schön. Spike hat Kermit gerade geschützt. Sonst wäre er jetzt vielleicht umgekippt. Tatsächlich. Gut gemacht. Boah, die sind stark. Unglaublich stark. Ich will die haben. Unbedingt muss ich die haben in meinem Team. Oh Gott, der arme Kermit, der verträgt den nicht sehr viel. Vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen noch mal Feilung gehen. Da waren ja noch so ein paar Verteidigungs- und Lebenssachen. Im Skilltree. Sollten wir uns vielleicht nochmal angucken. Sehr gut. Wir können es auch mal hiermit versuchen. Oh, schön. Vielleicht kriegen wir es alle gleichzeitig runter. Oh nein, die können auch heilen. Okay, jetzt will ich sie noch mehr haben. Gute Heiler und DDs, scheinbar. Oh, wow. Und Rüstungsbruch machen sie halt auch. Ah, die passen so gut in unser Team. So unglaublich gut. Und dann sind sie auch noch niedlich. Das gefällt mir sehr. Boah. Die haben auch sehr viel Gift auf uns draufgehauen. Gefällt mir. Rüstungsbruch haben wir hier jetzt geschafft. Sehr schön.
Okay. Oh, oh. Okay. Sehr viele Buffs und Heal. Na gut. Na, vielleicht sollte ich... Ja, ich sollte mich lieber um die Debuffs kümmern, glaube ich. Sonst wird mir das noch auf die Füße treten. Die anderen sollen sich hier lieber um den Kampf kümmern. Und eigentlich jetzt nehme ich vielleicht lieber die hier als ihn. Die hier sind deutlich schwächer schon. Ah, Debuffs kassieren die nicht unbedingt doll. Na, schon besser. Hat aber nicht gereicht. Okay. Okay, langsam werde ich hier ein bisschen vorgeführt. Was mache ich denn mit euch? Nehmen wir jetzt halt auf ihn. Ist halt, die waren ja alle schon fast weg und jetzt, ne? Haben die wieder so viel drauf. Schon ein bisschen. Nein, ich wollte den hier. Ah, ich war zu weit rechts im Bild, im Kasten. Verdammt, ich wollte eigentlich ihn angreifen. War hier aber zu weit rechts drüber mit dem Schwertpfeil. Ah, Mist. Was Unsinniges. Das war jetzt doof. Aber sehr doof. Ihn hätten wir sonst gehabt. Fast. Schade. Ärgert mich jetzt sehr. Immer solche Fehler, die einem dann nicht unbedingt den Sieg kosten. Also wir werden nicht verlieren, aber ja, die da wieder für Verzögerungen sorgen, die nicht hätten sein müssen. Ja, ich glaube, ich gehe hier mal ein bisschen mehr auf Debuffs. Ich werde mal dafür sorgen... Ach, der hat schon 4 Gift. Okay, na gut, da kann ich natürlich nichts mehr hinzufügen. Dann mache ich das hier. Na gut, ein bisschen was ist dazu gekommen. Aber auch nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte. Oh, Scheiße. Und die heilen ihre Debuffs auch weg. Ärgerlich. Ich höre gerade, wie eine der Katzen versucht, eine Umzugskarton zu öffnen. Mein ganzer Flur steht gerade voll von, ich glaube, es sind jetzt 25 Umzugskartons. Vielleicht auch schon ein, zwei wieder mehr. Ich weiß nicht genau. Ja, aber das ist natürlich ein schönes Katzenparadies gerade, da im Flur. Weil die auf den ganzen Kartons hin und her springen können. Und ab und an gelingt es mal einer Katze, einen Karton zu öffnen. Und dann, ja, dann ist quasi, ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll, Schlaraffenland. Dann wird der Karton ausgepackt. Sobald die Katze es schafft. Ist eigentlich ganz putzig, aber ist ein bisschen blöd, wenn man dann in den Flur kommt und sieht, ah, schon wieder ein Karton ausgepackt. Yay. Den man doch so schön eingepackt hat. Ich krieg die nicht weg, ne? Das ist unglaublich. Die heilen sich so nach, dass ich den... Ja, die heilen ihre Debuffs weg, die buffen sich halt mit Regeneration und so weiter und ich krieg die einfach nicht runter. Das gibt es doch einfach nicht. Der hat auch keinen Rüstungsbruch mehr. Er hat jetzt Rüstungsbruch dafür. Schön. Bringt mir jetzt aber gerade nichts. Wo, ich kann den Giftfresser machen vielleicht. Einmal Gift drauf. Aber wenn ich Pech habe, wird das jetzt wieder alles weggehielt. Oh, ich brauche unbedingt so eine Viecher. Ich hätte gerne auch so ein Dreier-Team von denen. Ich muss 3 davon fangen. Ihr seht ja, wie gut das mit denen läuft. DDs und Heals. Einer wird einfach Heal, die anderen DDs. Ich glaube, da hätten wir ein unschlagbares Team. Wow, okay. Kermit hat es jetzt sogar gekillt. Das ist ja... Ach nee. Na, na. Er hat es wohl ganz knapp tatsächlich überlebt. Aber richtig, richtig knapp. Die führen uns hier richtig, richtig vor. Wow. Also mich, natürlich. Okay, komm, jetzt ihn aber hier. Das muss doch jetzt mal ein Ende haben. Jetzt hau ich da einfach mit einem langen Schnitzer rein und das hat sich die Sache. Ja, wunderbar. Muss ja auch mal. Kann ja nicht ewig so weitergehen hier. Ich denke, zu zweit werden sie schon deutlich schwieriger haben. So langsam muss ich ja auch mal die Folge beenden. Ich würde deswegen auch gerne mal aus dem Kampf endlich rauskommen. Ne, komm, ich greife mit an. Ich hätte jetzt auch die Debuffs heilen können, aber ich will jetzt einfach mal hier ein bisschen Druck machen quasi. Ist ja auch egal, wenn jetzt einer von uns umkippen würde im Endeffekt. Na komm. Ja,
Wenn wir Glück haben, vielleicht. Naja, die Bars reichen nicht aus. Jetzt wird er sich wahrscheinlich heilen. Ja, wusste ich's doch. Aber das, naja, ganz ehrlich. Wow. Der hat 6-mal Gift drauf. Das ist schon hart. Okay. Kriege ich da nochmal einen Debuff drauf? Ja, kriege ich. Tackle. Und wenn ich Glück habe... Warte mal. Okay. Also allein durch die Debuffs müsste jetzt eigentlich, hoffe ich... Na? Ja, wunderbar. Und ein Eichen? 4 Sterne sogar bekommen. Ja, ein Stolbi-Ei. Oh, Stolbi, oh, das klingt irgendwie total niedlich. Ich habe aber einen anderen Namen im Kopf, den ich Ihnen gerne geben möchte. Und zwar irgendwie, weil das so extrem niedlich ist, auch wenn ich Stolbi irgendwie auch schön finde. Aber ich musste tatsächlich eher an Taubsi denken, als ich es gesehen habe. Ich hoffe, ich habe nicht schon ein anderes Taubsi genannt. Ich würde ihn gerne Taubsi nennen. Irgendwie, ich mag den Namen Taubsi sehr. Ich finde es sehr süß. Das hätte ich gerne. Und jetzt gucke ich mir die mal an. Wir gucken uns die hier noch am Folgenende auf jeden Fall zusammen an. Oh. Und was... Ah, der macht mich unsichtbar. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte tatsächlich, der würde mich sich reiten lassen. Aber gut, dann nicht. Also wie unser kleiner Raptor. So, und was ich auch sehen möchte, natürlich, los geht's. So, wir haben hier die Giftsachen, Spektralflammen, Edelsteinregen und Wiederherstellen. Wir könnten einen Heiler draus machen und Gift die Buffs verteilen lassen. Der hat auch die Massenerholung wieder mit den Debuffs. Ich schau mal, wie weit wir kommen. Man kann ja auch resetten im schlimmsten Fall. Oh ja, auch schön. Dann würde ich hierauf gehen. Ah, okay. Ich verstehe. Das ist immer nur... Ach, hier sind sogar 2 Debuffs beim Massener. Okay. Dann her damit. Mana-Regeneration der Gruppe. Immer gut. Wiederbeleben. Ja. Oh, der kann Wiederbelebung. Das ist ja wunderbar. Heilungsaktionen gewähren den Ziel zufällig Buffs. Auch toll. Auch schön. Wisst ihr was? Ich nehme die ganzen Heelzauber mit. Ja, auch wunderbar. Verbesserte Mana-Wertung hätten wir auch. Und jetzt können wir nämlich immer noch auf Gift gehen. Jetzt haben wir das hier komplett voll. Und können hier immer noch Gift machen. Warte mal, Mana-Wertung. Magie-Wertung, gerne. Giftwolke für alle, ja. Wenn ein Gegner Giftschein erleidet, besteht eine 40%ige Chance, dass... ja. Okay, ich finde, das ist wirklich richtig, richtig gut hier. Hier noch für einen, nehmen wir auch. Ja, bitte. Mehr Stapel von Gift. Auch schön. Mana-Regeneration, wenn die Giftschein leiden. Ja, können wir auch noch machen. Wir haben noch ganz viele Skillpunkte tatsächlich. Das ist ja unglaublich. Wenn ich die hier nicht mitskille, ist alles gut. Die brauche ich nämlich nicht wirklich. Muss ich zugeben. Das ist noch ganz schön Toxin hier. Aber erstmal würde ich tatsächlich das nehmen, was wir hier alles haben. Also wir haben jetzt quasi beide Bäume fast voll. Wir haben die Gesundheitswertung gelassen. Und jetzt würde ich den wirklich, wirklich, wirklich gerne... in Kur vielleicht. Es tut mir ein bisschen im Herzen weh. Aber... Daffodil. Ich bin mir nicht ganz sicher, gegen wen ich das tauschen möchte. Ich muss mir hier nochmal kurz die Skills anschauen. Das ist der schönere Säureregen. Auch nicht schlecht. Und Massenerholung. Das wäre tatsächlich eher gegen Chor als hier, ne? Sie hat das normale Wiederherstellen. Wiederbeleben haben wir gar nicht geskillt hier. Moment. Holen wir mal eben kurz nach. Ja, hier gibt es auch die schönen Regenerationsdinger. Das hat sie jetzt gar nicht. Also unser Taubsi hat es gar nicht. Hier würde ich gerne eigentlich nochmal neu skillen. Ich finde Daffodil ein bisschen verskillt, ehrlich gesagt. Ein bisschen sehr verskillt. Das würde ich gerne nochmal hier alles wegnehmen und komplett nur auf die Heilsachen gehen. Deswegen würde ich vielleicht sogar Daffodil gegen Chor erstmal austauschen, solange ich die nicht ordentlich geskillt habe, weil Chor finde ich an sich ein bisschen besser geskillt. Na, die hat die Massenerholung, das ist Quatsch. Hm.
Heilung mehrerer Verbündeter heilt ihn mit der wenigsten Gesundheit 30% mehr. Ja. Ist eigentlich wirklich schön. Ich lass mal Koa hier und Daffodil wird erstmal leider aussortiert. Und jetzt will ich gerne noch... Ich will sie mal ausprobieren, unsere Taubsee. Die muss ich unbedingt mal im Team haben und ausprobieren. Aber natürlich erst in der nächsten Folge. Oh, jetzt bin ich hier fast reingestürmt. Nein! Halt! Ich muss hier schnell wieder hoch, sonst machen wir den Kampf jetzt noch, aber wir haben keine Zeit. Also dann, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und in der nächsten Folge probieren wir Taubsee aus. Also, bye bye!